Jetzt sehen wir einen großen Plan, der sowieso nicht klappen wird, weil in diesem Spiel immer noch 90% Glück entscheidend sind. Zumindest wenn man mit 12 Leuten fährt. Wenn man mit 2 Leuten fährt, dann kann man auch mit Skill einiges schaffen. Aber das wäre ja langweilig. Wir fahren hier in einem großen Raum und man kann es ja sagen, mit 12 Leuten zählt auch viel Glück. Ohne Glück kann man hier nicht viel reisen. Man kann vielleicht überdurchschnittlich oft gewinnen, wenn man besonders guter Fahrer ist, aber man kann nicht jedes Rennen gewinnen, wo man gut fährt. Das Glück hat immer noch einen Einfluss. Da muss wirklich die Differenz zwischen den Spielern gigantisch sein, damit man ja sagen kann, egal wie viel Pech man hat, man gewinnt trotzdem. Naja, Zeit für ein Rennen. So. Ich muss ja sagen, der Game Boy Advance Teil ist der einzige Teil, der vor der Wii-Version rauskam, den ich nie gespielt habe. Jeden anderen hatte ich selbst im Besitz. Und halt jetzt, von denen, die danach erschienen sind, habe ich gar keinen mehr, also eigentlich nur Mario Kart 7. Wie bereits gesagt, weil kein 3DS. Und dann hat Spieler halt auch keinen Sinn. So spielen, wie das ist. Ich meine, was aber mit einem Spiel, wenn meine Konsole nicht besitzt? 7 Dinge, die man mit einem Spiel machen kann, wenn man die Konsole nicht besitzt. Erstens, das Spiel weiterverkaufen. Zweitens, das Spiel an die Wand hängen und sich einrahmen. Drittens, mit dem Spiel frühstücken gehen. Viertens, was in einem mit dem Spiel in Urlaub fahren. Fünftens, mit dem Spiel die passende Konsole kaufen gehen. Sechstens, sich vorstellen, das Spiel zu spielen. Und siebtens, mit dem Spiel eine Wassermelone essen. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Aber das sind 7 Dinge, die man mit einem Spiel machen kann, bei dem man die Konsole nicht besitzt. So. Dann habe ich natürlich noch die ganz wichtigen 10 Dinge, die man mit der Wassermelone machen kann, die eben schon angesprochen wurde, nämlich erstens, man kann mit einer Wassermelone in den Urlaub fahren. Das kann man nämlich nicht nur mit Spielen, sondern auch mit Wassermelonen. Man kann mit der Wassermelone Keks essen, mit Wassermelonen sind leidenschaftlich gerne Keks essen. Man kann mit einer Wassermelone, was kann man nochmal machen, man kann mit der Wassermelone ins Schwimmbad gehen und drin schwimmen. Man kann viertens mit einer Wassermelone, ja, ich hätte nicht 10 Sachen sagen sollen, ich sehe das schon. Weil ich mich auch nicht die langweiligsten Sachen sagen, die mir einfallen. Man kann mit einer Wassermelone Honigmelonen anbauen. Man kann mit einer Wassermelone ein Gedicht schreiben, welches über die Schönheit von Weintrauben geht, warum auch immer. Siebtens sind wir jetzt, glaube ich. Man kann Wassermelonen essen. Achtens, man kann Wassermelonen auf das Haus von den Nachbarn schmeißen. Neuntens, man kann mit Wassermelonen eine neue Mario Kart Technik erfinden, nämlich die rechter Fuß Wassermelonen Technik, mit der man garantiert keine Erfolge erringen wird, das sage ich euch. Und natürlich zehntens, das darf nicht vergessen werden, man kann die Wassermelone zusammen mit dem Spiel, von dem man die Konsole nicht besitzt, die Wassermelone essen. Ja, der Satz war falsch, glaube ich, irgendwo. Man kann die Wassermelone zusammen mit dem Spiel, bei dem man die Konsole nicht besitzt, essen, glaube ich, dann. Oder einfach, man kann mit dem Spiel, das, wo man die Konsole nicht besitzt, die Wassermelone essen. So passt es einfach, komm. Und jetzt so eine kleine Zuschaueraktion. Schreibt mir doch, was hätten wir denn? Ach komm, sagen wir 10 Dinge, dann ist es auch machbar. 10 Dinge, die man... Was nehmen wir denn für Gegenstand? Ach, hier nehmen wir die Fähre. 10 Schiffe, die man mit dieser Fähre hier machen kann, die hier bei hin und her fährt. Ja. Und ich habe schon mal eine Sache gefunden, die man mit dem Königsfels machen kann, nämlich gegen die Wand fahren. Das funktioniert wahnsinnig gut, glaubt mir ruhig. Also, wie gesagt, schreibt in die Kommentare 10 Dinge, die man mit einer
Fähre von dieser Strecke hier machen kann. Ich bin gespannt. Weil eigentlich kann man mit dieser Fähre ziemlich gar nichts machen. Aber ihr habt ja gesehen eben. Man kann eigentlich auch mit der Wassermethode die meisten Sachen davon, die ich eben gesagt habe, nicht wirklich sinnvoll machen. Das sind eigentlich schwachsinnige Ideen. Aber das ist ja auch irgendwo der Witz daran. Auch wenn es eigentlich irgendwo gar nicht viel Witz enthält. Aber was soll's? So, Witz. Reality, ihr seid zu schnell gefahren. Nein, bin ich nur zu langsam gefahren, aber was soll's. Ah, bin ich schlecht. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die drei Methoden, um Keanu zu überholen. Ich hoffe, auch nur eine davon gelingt. Im Grunde genommen sind die drei Methoden einfach nur Kugel, Willi, Blitz und Stern. Ja, und vielleicht ein Königsblitz. Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir hier wieder ein wildes Keanu voraus. Mal sehen, ob wir ihn kriegen. Ich glaube nämlich, dass er nicht hinter uns ist, sondern vor uns. Und wir haben ihn einfach nicht gesehen. Auf jeden Fall haben wir hier auch noch ein wildes Mihawk. Ein wildes Mihawk erscheint. Die Kusari setzt die Überholungsaktion ein. Und scheitert. So, jetzt. Die Kusari nutzt das Item Königspilz. Ja, gut, die Mihawk nutzt das Item Stern. Das ist natürlich dann wieder ein Win für ihn. Wir fehlen hier übrigens die Kokosnüsse, die von Affen auf einen geworfen werden. Wenn man hier vom Kurs abkommt. Warum haben sie dieses Teil entfernt? Das war damals so schön. Ich mochte es immer total. Es war einfach ein Teil, was diese Strecke ausmacht. Das haben sie einfach so in der Wii-Version entfernt. Und das kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ach komm schon, Spiel. Ah, der Winkel. Ich sollte nicht ganz so perfekt an der Wand lang wollen. Ja, das war jetzt wirklich Wandkuscheln extrem. Eine Wandkuscheln. Ja. Ich habe Angst, ihn einzusetzen, bin ich ganz ehrlich. Ich warte lieber, bis hier keine Wand mehr ist, ja? Und dann kann ich nämlich nie mehr gegen Wand rasen. Obwohl, ich bin immer noch mit den Zäunen entlang gefahren. Zäune sind im Grunde auch nichts anderes als Wände aus spieltechnischer Sicht. Weil im Grunde genommen, ja, stellen sie auch nur eine Wand da, die im Endeffekt unendlich groß ist darüber hinaus. Wo eine unendlich unsichtbare Tentur darüber haben. Eine unendlich unsichtbare Textur. Kann etwas auch nicht ganz so unendlich unsichtbar sein. So halb unsichtbar. Halb transparent geht, aber. Ja, keine Ahnung. Unendlich unsichtbar klingt trotzdem merkwürdig. So, immerhin 9. So, je nach Strecken schätze ich mal, werden so. Ja, ich schätze mal, 2 Strecken erwarten uns heute noch. Ich hoffe, Waluigi Stadium Gedöns ist dabei. Waluigi Arena ist die Strecke eigentlich, aber was soll's. So, Rennen wird vorbereitet. Das Rädchen dreht sich und dreht sich und dreht sich immer weiter. Und dreht sich und dreht sich und dreht sich immer. Okay, lassen wir das. Waluigi Arena. Ich mag Gamecube-Strecken. Wahrscheinlich liegt auch daran, dass es ja. Am Gamecube sehr viele Erinnerungen bei mir hängen. Erste eigene Konsole und so weiter halt. Wobei eigentlich, ja, Mario Kart 64 meine Kindheit war, was mir geprägt hat. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen, der als Lieblingsstrecke Toad's Turnpike hatte auf dem N64. Ihr wisst schon, die Autobahn, die im Grunde genommen Asch als Kursverlauf hat mit den Autos. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall erstmal die Strecke bekommen, die wir uns gewünscht haben. Das ist auch einmal sehr schön. Das heißt, erfolgreich 2 Strecken gewünscht bekommen. So. Der Bum-Bum war, glaube ich, dann nicht mal so schlecht passiert. Ich mag Waluigi Arena Werk sehr gerne, muss ich ja sagen. Das ist eine sehr schöne kurvenreiche Strecke. Und ich mag kurvenreiche Strecken. Mit viel Action. Ja, diese Strecke hat einfach viele Kurven und viel Action. Und so ist es ideal für mich. So, und wir nehmen mal den hier oben. Einfach mal alles abschließen, was in den Weg kommt. Und Kern nicht vorauslassen. Aber ich finde echt, diese Strecke wurde auch sehr gut in die Wii-Version umgearbeitet. Das heißt, mit dem Sand und so weiter. Die passt sehr schön in das Konzept der Wii. In Mario Kart Wii, ja. Und von daher, ja, hat es mich eigentlich auch nicht überrascht, dass diese Strecke
der vorkommt in diesem Spiel. Es war, ja, nicht verwunderlich, dass man diese Strecke übernommen hat. In einigen anderen Strecken wundert es mich dann doch, aber naja, was soll's. Also es wundert mich bei einigen Strecken sowohl, dass sie reingenommen wurden, als auch, dass sie teilweise nicht reingenommen wurden. Und ich musste da eben alles verpulvern, weil ich verpilzt sitzen musste, weil ich im Stamm stecken blieb. Naja, immerhin haben wir auch drei Rote bekommen. So, einfach mal alles abschließen, wie immer. Drei Rote sind einfach immer noch eines der besten Items, die man kriegen kann, sind wir mal ehrlich. Weil man einfach damit so viele andere Leute ärgern kann oder einfach eine Person so richtig ärgern kann. Auch sehr schön, natürlich eine Person so richtig ärgern damit. Nicht so schön als drei Fantasie abzukommen. Man muss halt nur aufpassen, dass man sie nicht zu schnell miteinander abschießt. So, das ist natürlich jetzt sehr schönes Timing vom Powerblock. Man muss auch sagen, der Powerblock ist sehr streckenabhängig, wie sinnvoll er ist. Zu einer Strecke aber eigentlich nahezu immer die Möglichkeit auszuweichen. Von daher ist der Powerblock auf so einer Strecke natürlich deutlich schwächer als auf, sagen wir mal, Luigi's Piste oder sowas. Wo man halt fast immer auf dem Boden ist. Naja, und schon wenn man vom Powerblock spricht, dann bekommt man ihn natürlich auch selbst. Also ich würde gerne die Pilze aufbewahren, auch wenn ich sie wahrscheinlich gleich in den Pilz verliere. So. Nämlich hier ein bisschen abkürzen. Das ist eine sehr schöne Strecke für Pilze. Wobei man auch sehr gut beim Offroader natürlich, also nicht mit dem Fahrzeug Offroader, sondern mit einem Fahrzeug, das einfach gut im Offroad-Bereich ist. So. Letzte Strecke jetzt einfach. Bevor ich mich hier weiter verhaspel-Gedöns-Rede. Verhaspel-Gedöns-Rede. Das ist eine sehr schöne Wendung, ich weiß. Und was wäre die letzte Strecke? Im Grunde genommen hatten wir jetzt ja alle Gamecube-Strecken mal wieder durch. Peach Beach hatten wir, werden ja auch nicht von mir gewählt. Wir hatten Mario's Piste und wir hatten Waluigi Arena. Ja, und dementsprechend würde ich mal sagen, auf zur nächsten Strecke. Was auch immer ich wählen werde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß aber jetzt, was ich wählen werde. Und zwar zufällig. So kreativ, ich weiß. Da merkt man schon, wie viel Gedanken ich reingelegt habe in diese wirklich weltentscheidende Entscheidung. Ja. Ich merke schon, das war ein Höhepunkt der Kommunikationsgedönse. Das war übrigens Absicht in diesem Fall, dass ich das so ausgedrückt habe. Weil das spiegelt das Ganze mal so schön wieder. Naja, egal. Poses Festung vom N64 ist eine sehr schöne Strecke für das Finale, wenn ihr mich fragt. Warten nur noch mal eben. Danke. Ich hatte schon Angst, dass wir jetzt aus dem Raum fliegen und das ist quasi das Finale war. So. Was wirklich lächerlich, dass man wirklich nur Motorräder sieht. Wenn man bedenkt, dass das Spiel Mario Kart spricht, Mario Bike, wie heißt. Aber ja, was soll man machen? Das ist halt so. Man kann es ja nicht mehr nachträglich ändern. Was im Spiel ist, ist im Spiel. Zumindest kann man es nicht in diesem Fall ändern. Bei anderen Spielen kann man es ja rauspatchen. Aber das war so wie ihre halt nicht so wirklich der Fall. So, ich habe vielleicht da sogar jemanden ganz gut ergauen. Ich meine, Rosalina ist, fragt mich nicht warum, schwer genug, um Leute hier komplett runterzuschmeißen. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum sie zur schweren Gewichtslast gehört. Eventuell einfach nur, damit man da überhaupt mal weibliche Fahrer drin hat. Wobei ich sie auch schon in Vorgängerteilen. Gab es weibliche schwere Fahrer in Vorgängerteilen? Ich weiß nicht, Mutante Rania ist ja, glaube ich, sogar männlich. Von daher. Nee, ich glaube nicht. Keine weiblichen schweren Fahrer. Wahrscheinlich eben einfach deshalb ist Rosalina quasi schwer geworden. Damit man einfach nochmal ein bisschen weibliche Abwechslung bei den schweren Fahrern. Aber einfach die größte Frau genommen, die Mario zu bieten hat. Das Mario-Sortiment und ja. Dann siehst du dann bei Rosalina. Außerdem der Luma ist natürlich auch beschwerend, auch wenn er nicht drum schwebt. So, einfach mal gegen den Trump rasen. Sehr schöne Pirouette eben von dem Trump da eben, der einfach einen Stern kaufen wollte. Sieht man ja auch selten, weil wenn man selber einen Stern hat, kann man es nicht erkennen, wenn man durchgerast ist. So. Mein zweiter Stachy heute.
hätte natürlich eigentlich warten müssen, bis Kern vorne ist, aber das wird ja eh nicht passieren. Hört sich lieber ein Eis, so früh als gar nicht. So. Nochmal eben ein paar sinnvolle Kurven zu Ende fahren. Ja, man kann sinnvolle Kurven fahren. Die meisten Strecken auf der Kurve sind. Das rede ich hier. Die meisten Kurven auf der Strecke sind sinnvoll. Und ja, gerade hier ist es nicht. Ich sehe das schon. Ich muss ja sagen auch, dass ich den Soundtrack auf dieser Strecke einerseits aus nostalgischen Gründen wahrscheinlich auch wahnsinnig schön finde, andererseits aber auch ja nicht so wirklich mag. Ich weiß, merkwürdig, aber keine Ahnung, einerseits wünsche ich mir was Epischeres, also was ein bisschen Dramatischeres als das hier. Auch wenn es natürlich ein bisschen Dramatik und weiter enthält, aber es ist einfach nur ein relativ ruhiges Stück. Ein bisschen mehr Pep hätte ruhig drin sein können. Meiner Meinung nach. Ich denke, da denkt jeder anders. Denke ich zumindest mal. Was denkt ihr? So. Ich bin genug gedacht. Weiter gefahren, denke ich zumindest mal. Und hier haben wir Keanu, den wir nicht vor uns haben wollen im Ziel. Ach, Banane. Sei nicht so. Lass uns doch einfach nur Freunde sein, Banane. Und Keanu, Fragezeichen? Nein, Glück gehabt. Ich hatte schon Angst, dass Keanu das ist. Oh, wir haben anscheinend ein paar Leute in Bergen, aber was soll's. Anscheinend war's es denn. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute mit Let's Play Marker Beer. Und ja, ich schätze mal, das Projekt wird noch sehr lange weitergehen. Wir haben auf jeden Fall einen Keanu hinter uns. Ja, und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, sag ich. Tschüss.